Herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen hier auf der NF-Marsch oder Füßenmarsch. Wir werden jetzt mit dem LKW probieren, ob er mit dem Abkippen klappt. Aber erst lassen wir mal den anderen Fahrer durch. Wasser. Den wollen wir nicht stören. Den Bruder habe ich gar nicht gesehen, dass er schon unterwegs ist. Dann lassen wir alle Ruhe abkippen. Dann gucken wir mal, ob das klappt. Da sehe ich mal gar nicht mal so deutlich, ob es klappt. Na, wie gesagt, das ist hier nicht ganz so dramatisch. Weil in Anführungszeichen den Kurs werde ich mal löschen und verbinden wieder und dann werden wir mal ausmachen und Motor starten, mal probieren. Also den Punkt einstellen. Ne? Also aktuell haben wir ja den Kurs eigentlich schön eingefahren, aber er hatte halt den Punkt naja nicht so aufgezeichnet, wie ich das haben wollte. So, jetzt hat er ja die Punkte so, wie ich es haben will. Den richtigen Kurs, muss nur Wasser. Das heißt hier nochmal. Ja. Ich meine, so viel Wasser brauchen wir ja nicht. So, das läuft schon mal. Das heißt, der muss weg. Anschalten, fahren lassen. Tschüss. Fahr noch mal eine Runde. Ich möchte meinen Sand loswerden, ne? Das möchte ja klappen. Es kann sein, dass ich den Abladepunkt vielleicht anders einstellen muss. So, auf geht's. Wasser kann er noch eine Runde fahren, das ist die Frage. Fehlt der E-Zement, von daher ist das nicht so tragisch. Ich muss mal schauen, ob er jetzt das hinkriegt, dass er da entsprechend rumkommt. Eigentlich ja. Zwar knapp, aber kommt rum. Ob er die Rückwärtskurve hinkriegt. Hat er mit dem Traktor geklappt. Vielleicht ist das mit LKW nicht möglich, das kann wohl auch sein. Ja, das, geht jetzt auf den Punkt. Der fährt nicht zurück. Wo ist einer Punkt abladen hieß? Der ist da. Mal den ein bisschen verschieben. Das ist mir ein Keks hier mit dem Abladen Sand. So ein bisschen zurückschieben. Es kann ja sein, dass er mit dem LKW nicht klappt. Das ist ja durchaus möglich. Ne? Durchaus möglich. Normalerweise ist er perfekt, ne? Und da kippt er ab. Was ist daran so schwer? Ende mal ab auf Kies. Geladen, entladen. Kies. Und weil das ist nun ein bisschen logischer, dass das einfacher sein könnte, ne? Könnte.
Weil Sand dürfte jetzt nichts da sein normalerweise. Müsste ein Kies da sein. So. Und dann wollte ich mir im Hof begeben und den nächsten Hopfen Aussaat vorbereiten. Das heißt, ich muss den mal ausfüllen. So, wir nähern uns wieder der ersten Nacht. Wir haben jetzt 19 Uhr. So, hat er das schon gekriegt. Noch Saat reinschmeißen. Saatgut. Alles verarbeitet hier. Kann man jetzt noch ein Dünger reinkriegen? Ja, Saatgut. Das klappt auch ganz gut. Und hinzu ist noch Feld Nummer 5 oder 6. Ah, da fahren wir sie rein. Das sind 5. 5. So, wollen wir Licht abmachen. Erstmal die Innenansicht machen. Wir haben ja viel Licht, da können wir entsprechend Licht nehmen, ne? Und jetzt fahren wir Richtung Feld Nummer 5. Der nächste Hopfen ist immer sicher. Ob nur mit Kies klappt oder nicht, ist auch egal. Ich sag mal, ist ja so. Wenn ich hinfahre und ich lade selber ab, ist das auch okay, weil das ist ja nur einmalig, ne? Kein Dauerzustand. Ne? Wenn die Brücke fertig ist nachher, klappt das auch. Später werden wir auch Zement verkaufen. Aber mal sehen, wo wir verkaufen werden und wie wir Zement hinkriegen. Mal sehen, ob so ein Silo, normalerweise ist Zement ein geschlossenes Silo. Oder Paletten mit Sackware, das kann ja auch sein. Ne? Also kleine Betriebe haben ja auch Zement in Säcke und die großen Betonwerke haben ja so ein Silo. Und mal sehen, was wir da haben. Wir können jetzt in Not ja auch unseren Silo nutzen für Mehl oder so, ne? Wenn es funktioniert. Ne? Mal zusagen, das weiß ich nicht genau. Die Zementfabrik zu kaufen jetzt aktuell, ja, die Produktion für Sand und Kies, da kommt ja nicht hin. Oder wir müssen noch Erde produzieren, keine Ahnung, mal sehen. Normalerweise Erde nicht, normalerweise Kalk und Ton. Das ist der Rohstoff, der Grundrohstoff für Zement. Da kommt noch der Kohle mit zu und ja, die verwenden heutzutage auch Autoreifen dafür. Kohle, glaube ich, und, ja. Und Plasterabfälle halte ich persönlich für bedenklich, aber das ist billiger wie Kohle, denke ich mal. Ne? Der Grunde Müll. So, das hier rechts ist Feld 4. Und so fehlt da einer da. Kann einer alle Ruhe machen, das ist kein Problem. Brauchen wir keine zwei arbeiten lassen. Wir können den nächsten auch Feld Nummer 5 abstellen. Das ist da vorne noch. Dann haben wir die drei Felder vorbereitet. 4, 5 und 6. Auf der 10 ist Gras drin, das wollen wir noch kaufen. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen Düngen noch bezahlt bekommen. Ansonsten müssen wir das morgen kaufen. Dann werden wir den dimmen können, weil wir ein bisschen mehr Ertrag rauskriegen. Und dann können wir noch eine Fabrik bauen für Dieselproduktion. Das ist dann auch ganz sinnvoll. Und jetzt die Uhrzeit. 9. Und hier ist halt 3. Nachts. Konnte nicht schlafen. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4.
4 Folgen? Nee. Das ist Folge Nummer. Ich glaube 6. Ja, 6. Donnerstag. Dann überlege ich mir, mache ich dann Freitag Livestream? Das müsste dann heute erscheinen. Also beziehungsweise morgen. Also ja, heute. Der ist da, Wasserfall. Ich hab's drin jetzt Hopfen, ne? Ich wollte halt 5, Junge. Wo ich keinen Baum erwischt habe, sondern einen Strauch. Feld 5 ist jetzt gleich links. Vorbeigefahren im Dunkeln. So, Feld 5. Da haben wir auch die Einfahrt. So, da sind wir. Wollt ihr noch da reinschauen, weil da war nämlich. Na, der ist auf 6. Bis auf 6. Das ist ganz gefährlich, weil ich dann mitunter dann 2 Faktoren programmiert habe. Und denkt da nicht dran, ne? Das wäre auch passiert, die Gefahr. So, mal Licht ausmachen. Okay. Und hier müssen wir umändern auf Hopfen. Ich kenne mir da am besten, wenn ich dann früh loslege, also morgen früh ins Spiel. Plupf. Habe ich das doch glatt vergessen. Und was ist denn drinne? Rüben. Und Rüben, da reicht das mal einfällt. Da muss ich probieren. So. Ich sehe mal so, dass hier nicht geklappt hat, aber gut. Er hat den alten Punkt genommen. Dann muss ich mal gucken. Beladen. Abladen, Wasserbrücke. Und warum sind jetzt hier vorne hingefahren? Na, Grund ist egal. Ich stelle ihn jetzt auf den anderen Punkt. Er kann dann alle Ruhe abladen. Peace fährt er gerade. Und da befürchte ich ja Trümpfe. Dass er grundreich aufkreuzt. Gucken wir mal eine Karte. 9. Vergrößern. Ah, da kann man nicht viel sehen. Viel Kuddelmuddel. Sägewerk, also Zeug. Was war lange? Der fährt irgendwo. Aber wieso hat nicht geklappt? Der war doch hier genau richtig. Und war auf den alten Punkt gewesen. Das war also ein Problem. Und da gibt es auch nur. Abladen Wasserbrücke gibt es nur einen Punkt. Ja gut, was soll's. Da fährt er. Und lassen abdüsen. War dann nur genug Zeit. Wieso der andere rückwärts fahren will, um so ein Ding, ne? Jetzt den kaufen kann? Unwahrscheinlich. Ist echt dunkel hier.
Wasser ist ja fast voll und daher, aber Wasser, Zement. Aus. Wieso kriegt kein Kies kaufen, kein Zement? Ach, Produkte Zement. Das heißt, Zement kaufen geht deswegen nicht, weil er Produkte an der Zementwert für Brücke. Das ist mir jetzt ein bisschen schleierhaft. Also mal gucken, mal was klappt. Die ist ja ein bisschen leichter normalerweise. Jetzt fährt rückwärts? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Das ist mir jetzt schleierhaft, wieso ich jetzt so mache, aber gut, okay. Gut. Zementfabrik, was kostet überhaupt? Das brauchen wir auch. Letztendlich. Palettenwerk, Grünschutz, Schlachter. Ob ich im globalen Markt Zement einkaufen könnte? Unwahrscheinlich, ne? Die Frage ist nur, ob das Zement auch dann gehen würde. Das ist eine andere Frage. Ne, das geht jetzt nicht. Ich habe ja dann meinen eigenen Markt, geht's nicht. Sonst wird es vielleicht unter Umständen gehen, aber ob Zement dann genau hier funktionieren würde, seid mal ganz vorsichtig, eher nicht. Baum, Sägewerk, Zellstoff, Zementwerk. Oha! So, die Produkte aus Kies, Sand, der Kostenpunkt 800.000 und ich müsste Kies und Sand liefern, das wäre noch kein Problem, aber auch hier Kartons, Papier, gut, Wasser, kein Problem. Dann müsste ich erstmal warten, bis hell ist. Das ist mal logisch, ne? So, Lüscher, das soll es halt auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Noch tschüss. Ciao, ciao. Morgen wird dann Zement zurückgebaut und auch beliefert. Ich werde mich jetzt mal die Nacht über schlafen, weil dann hier die Produktion durchläuft. Kann er ruhig, ne? Soll er auch. Und ich gehe jetzt zu meinem Farmhäuschen, ne? Ich gehe jetzt zu meinem Farmhäuschen. Ja. Anscheinend muss ich über die Straße sein. Ich gehe jetzt zu meinem Farmhaus. Gut, will er nicht. Wahrscheinlich, ja. Dann gehen wir anders im Haus, ne? Weil. Wenn das ja nicht für Apple, ne? Wahrscheinlich durch Autodrive blockiert, denke ich mal ganz stark. Kann auch sein, dass ich eher nicht entschlafen kann, ne? So, ich sag mal, tschüss und ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Bis morgen. Tschüss.